Willkommen zurück zu einem neuen Video von Pokémon Purpur und Kamen-Sin. Ich wollte euch heute zeigen, wo ihr alle Zutaten für die Shiny Sandwiches herbekommt. Und zwar, am besten, also die meisten Zutaten bekommt ihr halt entweder hier am Markt oder die kriegt man halt auch in der Hauptstadt, also wo die Schule ist. Ne? Ich sage einfach mal Hauptstadt zu, da kriegt ihr die auch. Aber ich finde es hier halt einfach leichter, weil erstmal habt ihr auch hier den Bazar, wo ihr handeln könnt. Da könnt ihr halt immer gucken, ob was Interessantes dabei ist. Und ihr habt hier direkt Händler, die dann alle Zutaten haben. Und da müsst ihr halt nicht in verschiedene Läden direkt. Ne? Dann könnt ihr euch da schon mal eindecken mit den Hauptzutaten. Alle gibt es leider nicht hier. Dann müsst ihr leider nochmal in einer anderen Stadt. Und zwar direkt gegenüber. Da, wo auch diese, was Elektro-Arena-Leiterin ist. Ich glaube, ja. Und zwar gibt es da einen Supermarkt. Wo war der? War der hier auf der anderen Seite? Ja, der war hier. Und dann gehen wir einfach mal dahin. Also nach Nord. Am besten da einen Schnellreisepunkt freischalten. Von da aus dann dahin fliegen. Dann gehen wir da mal hin, weil dann kriegt ihr da Tofu und Wasabi. Das ist hier... Oh, das ist hier vorne. Dann gehen wir mal einkaufen. Hier kriegt man auch sehr viel, wie man sieht. Aber dann hat man halt... Na, wo ist es? Hier unten. Hier Tofu, Wasabi, Meerrettich, Chili-Pulver und das hier. Das kriegt ihr halt hier. Damit habe ich auch noch gar nichts von gekauft. Und ja, dann habt ihr eigentlich auch schon alles für eure Sandwiches. Außer natürlich das Geheimgewürz. Aber das kriegt ihr dann in Raids ab 5 Sterne. Ist selten. Aber mittlerweile ist es ja egal, welches man für die Sandwich benutzt. Man braucht immer 2. Und ja, das war's schon. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst gerne wieder ein Däumchen da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.